Wo ist sie jetzt? Wo ist sie hin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird hier drüben schon wieder Einkaufsmöglichkeiten, also Versorgung benötigt. Gut, dann kriegst du nochmal einen Supermarkt, weißt du, so ganz... Nee, hier. Komm. Ach, leck mich doch am... Piep. Krankenhaus. Alter, Junge. Strapaziere es nicht über, mein Freund. Vielleicht geht da ja... Perfekt, passt wohl rein. Ja, lustig, was willst denn du? Dann baue ich hier halt noch eine Arztpraxis hin. Das ist natürlich wieder die Sicherheit ein Problem. Ist ja nicht so, als würde ich im Polizeirevier sein. So. Baue ich nochmal eins hin. Nein! Mein Gott, ey. Der Gesundheitsdienst in der Kritik. Ja, ist mir doch egal. Nehmen wir im Ernst. Das ist mir voll egal. Das ist mir scheißegal. Hier die Grundschule. Kabäm! Junge. Kabäm! Junge. Oh, die steht schon so im Wasser drin. Irgendwie. Ich meine, egal ob Tag oder Nacht, die Leute sind trotzdem alle gleich viel auf den Straßen unterwegs. So. Die Abfallentsorgung. Die Abfallentsorgung kommt uns teuer zu stehen. Die Stadt produziert mehr Abfall, als sie entsorgen kann. Das Rathaus sollte ernsthaft ins Auge fassen, in die Abfallentsorgungskapazität zu investieren. In diesem Bereich unabhängig zu sein, würde sich sehr positiv auf unsere Finanzen auswirken. Okay, okay. Müllhalde. Bauen wir eine gottverdammte Müllhalde. So, jetzt sieht man hier auch langsam ein paar Trendsetter. Das ist doch ein Lebensmittelgeschäft. Mein Gott, irgendwie sind die echt so ein bisschen pingelig. Also hier die... Ich vergesse immer die Trendsetter. Ich vergesse immer wieder, wie die heißen. Supermarkt. Ein Mupa sagt. Ein Mupa sagt. Ein Mupa sagt den Supermarkt. So. Ja, gut. Nein, das könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr jetzt noch unzufrieden seid, weil ihr so schlecht einkaufen könnt. Warum habt ihr nur drei Striche bei Versorgung? Ich weiß, ihr habt höhere Ansprüche, aber ihr habt einen Supermarkt um die Ecke. Hallo? Oh, es wird ja immer besser. Oh mein Gott, Alter, ihr macht einen fertig. Nein, ich bin hier falsch. Da. Gut, dann baue ich jetzt hier mal eine gottverdammte Polizeidirektion hin. Und zwar am besten hier. Zack, das hat dann direkt hier den ganzen Bereich abgedeckt. Und ich hoffe... Oh, wir machen Verluste, wir machen Verluste, wir machen Verluste. Das ist nicht... Gut. Um genau zu sein, es ist sehr schlecht.
Und aus diesem Grund werde ich jetzt hier mal ganz schnell so ein Unternehmen bauen. Da. Arbeiter. Oh, fuck. Noch das. Wir müssen auf jeden Fall wieder was einnehmen im Monat. Also monatliche Einnahmen haben. Ja, juhu, geil. Wir sind wieder im Plus. Mehr oder weniger. Hat halt noch starke Schwankungen. Jetzt wollt ihr noch Gärten und Parks und alles haben. Ja, du, die Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung sind gerade mein kleinstes Problem. Ich baue hier jetzt nochmal ein Unternehmen für Trendsetter. Ach, kann ich mir gar nicht mehr leisten. Gut, dann nehmen wir einen erneuten Dings auf. Einen erneuten Kredit. Den schrauben wir jetzt hoch auf 5000. Jetzt hoffe ich einfach nur, dass wir hier ohne große Probleme weiter rauskommen. Unternehmen. Was wollte ich jetzt? Da, das, das und so ein Unternehmen bauen. In der Hoffnung, dass hier jetzt genügend Leute wohnen, die da arbeiten gehen. Schon. Wir brauchen noch nur 3 verfickte Prozent an Trendsettern. Gut, dann mache ich jetzt nochmal die Polizeidirektion weg. Die kostet mir zu viel Geld. Also im Moment. Das geht nicht. So, Leute. Wir sind wieder zurück. Ja. Juhu, wow, wow, wow. Super. Ja, weiter geht's mit Let's Play City Life, genau, das war der Titel, ja, meine lieben Freunde, ja. Ich weiß nicht, warum ich so bescheuert spreche, aber ich tue es, das weiß ich, ja. Okay, wir machen jetzt mal wieder hier die Morgendämmerung an und wow, das sieht doch schnieke aus. Okay, ich höre jetzt auf mit dem Scheiß. Tja, ich glaube, ich beende gleich mal die Aufnahme. Eine Stunde sollte reichen für mich erstmal. Denn ich habe noch einiges anderes zu tun heute. Einiges anderes, Alter, wie das klingt. Und ich glaube, meine Tastatur ist schon wieder rausgeflogen. Leuchten tut sie noch, aber... Ah, ich hasse es. Weißt du, da kauft man sich so digitalen Scheißdreck. Denkt sich so, oh toll, das funktioniert bald alles. Ängste. Nichts funktioniert hier. Selbst mein Headset, das fliegt immer, wenn man es im Standby hatte, fliegt es immer wieder raus. Genau wie die Tastatur, muss man einmal rausziehen und wieder reinstecken. Das ist voll ätzend. Voll ätzend alles. Okay. Aber mein Let's Play ist ja nicht dazu da, um mich jetzt über mein Equipment auszukotzen. Aber dafür werde ich jetzt einfach mal so der Gerechtigkeit halber die Marken oder die Produkte erwähnen und damit Logitech ordentlich einen reinwürgen. Also mein Headset ist das G35. USB-Headset fliegt bei mir immer mal wieder raus, sodass ich den Stecker neu rausziehen und wieder reinstecken muss. Genauso wie die Tastatur. Das ist die Logitech Oh Gott, wie hieß die jetzt? Wenn ich dran denke, ist es jetzt eingeblendet. Ist auf jeden Fall auch von Logitech. An sich recht nice, aber wie gesagt, immer wenn man im Standby war und den PC neu startet, muss man sie neu raus und wieder reintun. Ja. Okay, dann beende ich an dieser Stelle die Aufnahme. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mich so lange begleitet habt in meinem Let's Play. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play City Life.
So, ich ziehe jetzt mal hier mitten in der Aufnahme den Stecker raus. Meine Tastatur. Zack. Und zack. Jetzt wieder drin. So. Scheiße. Mann. Muss ich Fraps beenden? Das könnte ich mir nämlich vorstellen.